Und damit willkommen auf dem Collector Cave Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, was mit meiner Hand passiert ist und welche Decks diese Woche zur Auswahl stehen, dann bleibt auf jeden Fall dran und wir sehen uns nach dem Öffnen der 16. Tür des Adventskalenders. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal gemeinsam, was sich hinter der 16. Tür verbirgt. Und das Ganze machen wir einfach mal wieder in Slow-Mo und mit der schönen Weihnachtsmusik. Und dieses Mal haben wir hier einen Kuri-Photon. Um ehrlich zu sein, also ich habe diese Karte noch nie gesehen und wusste auch gar nicht, dass es diese gibt. Auf jeden Fall hat sie die Attribute Licht, Typen Unterwäldler, mit einem Stern und ATK, genauso wie das Original, 300 und 200. Und dann kommen wir zu ihrem Effekt und das Ganze ist ein Schnelleffekt. Du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann 2000 Life Points zahlen. Du hältst in diesem Spielzug keinen Schaden, falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet. Du kannst ein Photonenmonster von deiner Hand auf den Friedhof legen, außer Kuribo Photon. Füge diese Karte deiner Hand hinzu und jeder dieser Effekte ist halt once per turn. Zu dem ersten Effekt kann ich natürlich was sagen, es ist cool, damit halt Schaden aufzuhalten. Und hier steht halt auch nicht, dass es nur Kampfschaden ist, sondern halt kann man damit auch Effektschaden zum Beispiel aufhalten. Man muss allerdings damit 2000 Life Points zahlen, was in manchen Situationen sehr bremslich sein könnte. Ich denke, wenn man vielleicht 1900 Life Points hat, kann man diese 2000 natürlich nicht zahlen. Und dann ist der Effekt natürlich eher nutzlos. Aber dennoch finde ich das cool, dass man hiermit jeglichen Schaden aufhalten kann. Von daher definitiv schon mal ein ziemlich cooler Effekt. Und es ist halt ein Schnelleffekt, den wir von unserer Hand verwenden können. Also eine Handtrap gegen Schaden finde ich definitiv nicht verkehrt. Des Weiteren hat sie halt diesen Friedhofseffekt für halt das Photon-Thema. Und da ich die Photonen, beziehungsweise allgemein mich mit diesem Thema nicht auskenne, bin ich dort ein bisschen auf euch angewiesen. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, ist es für das Thema gut oder eher weniger. Würde mich auf jeden Fall mal freuen und interessieren, wer von euch das Photon-Thema selber vielleicht ausspielt und sich damit halt auskennt. Und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit dem Kanal-Update. Und erst einmal möchte ich mit dem neuen Equipment anfangen. Wir haben, wie beim letzten Mal ja schon erwähnt, ein neues Mikrofon, neue Softboxen und diesen wunderschönen Greenscreen. Was allerdings das Mikrofon angeht, es ist leider nicht so, wie ich es erwartet habe von der Tonqualität, sondern sogar schlechter als das Mikrofon von der Kamera an sich. Daher werde ich dieses auch weiterhin verwenden, also das Mikrofon von der Kamera. Und nicht das gekaufte. Leider habe ich schon die meisten Videos im Voraus aufgenommen, halt von dieser Woche, und die sind halt alle mit diesem Mikrofon aufgenommen. Von daher müssen wir leider diese Woche die meisten Videos mit einer etwas schlechteren Tonqualität ertragen müssen. Ich hoffe, dass das Ganze euch nicht so extrem stört und ihr euch dennoch die Videos anschaut, würde mich auf jeden Fall freuen. Soweit dann auch erstmal zu dem Thema Equipment. Schreibt mal bitte euer Feedback in die Kommentare, was den Greenscreen angeht und natürlich auch jetzt die Lichtverhältnisse. Ansonsten würde ich sagen, springen wir jetzt zum nächsten Thema, und zwar die Hand. Und nein, damit hat meine Katze nichts zu tun, sondern ist mir das auf der Arbeit passiert. Da ich halt im Einzelhandel arbeite und halt in der Abteilung Getränke, habe ich da auch mit dem Pfand zu tun und da muss man halt ab und zu die Säcke halt wechseln. Das ist aufgeteilt halt im PET und halt in Dosen, und als ich die Dosen runtergedrückt habe, ist mir halt eine Dose in die Hand gestochen. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr Einfluss halt auf jetzt die Deck Profiles oder sonstiges, wo man halt die Hand etwas mehr benutzen muss, nehmen wird. Ich denke aber, das Ganze wird schnell verheilen. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, kommen wir zum Upload-Plan der Woche. Und wie immer beginnen wir mit Dienstag, und zwar den 17.12. Dort gibt es einen weiteren Spoiler, und zwar zu den Shadows. Hier haben wir weitere Infos zu den neuen und halt auch zu den Reprints, die wir eventuell bekommen werden. Dort sind natürlich nur die im OCG bestätigt und hier im TCG haben wir leider noch keine Liste. Aber halt die neuen Karten werden wir, denke ich mal, auch so bekommen wie halt im OCG. Von daher werde ich euch dort die Effekte der neuen Karten vorstellen. Und noch ein paar Reprints, die das OCG bekommen hat, was eventuell Einfluss vielleicht auf unsere Bandlist nimmt
wenn wir diese Reprints halt auch bekommen. Von daher könnt ihr dort schon mal gespannt drauf sein. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Mittwoch. Es wurde sich ja gewünscht, dass ich zu den Fellsöldnern ein paar Testhände mache. Und das werden wir dort auch machen. Dann kommen wir zu Donnerstag und dort gibt es einen weiteren Spoiler, und zwar zu Duel Overload und drei weiteren Karten, die ich einfach mal euch näher bringen möchte. Ob wir die dann im TCG auch so released bekommen, also überhaupt in der Box, müssen wir dann mal sehen, da die halt nicht bestätigt sind. Aber dennoch schadet es nicht, euch die Effekte näher zu bringen und uns die gemeinsam halt mal anzuschauen. Von daher schaltet da definitiv ein. Und dann kommen wir zu Freitag und einer weiteren Folge Collector Battle. Leider auch mit dem Mikrofon, heißt die Tonqualität ist dort auch nicht gerade optimal. Dennoch würde ich mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und dann kommen wir zu Samstag. Da haben wir auch nochmal Testhände, aber dieses Mal zu den Dragon Maids. Und dann kommen wir zu Sonntag, und zwar den Deck-Profilen. Da letzte Woche, beziehungsweise halt am Sonntag, die Generator drangekommen sind, mehr oder weniger durch ein Zufallsprinzip, da es unentschieden stand, sind dieses Mal halt die Math-Mech dran und ein neues Zombie-Deck, was ich zusammengebaut habe, beziehungsweise halt Zombie-World, rund um Balador. Also mit den Vampiren hat dies nichts zu tun. Wer ein Deck-Profil zu den Vampiren allerdings nochmal sehen möchte, kann das Ganze auf meinem Kanal noch finden, und zwar in der Deck-Profil-Playlist. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr das sehen möchtet. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute von dem Kanal-Update. Ich hoffe, ihr freut euch auf diese Woche. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen aktiven Like da. Ansonsten, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das Ganze gerne mit einem kostenlosen Abo. Aber natürlich nur dann, wenn euch mein Content gefällt. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr es wieder seht. Wiederschauen und reingehauen! We'll be right back.